Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Elden Ring. Emir ist in der letzten Aufnahme, zum Glück habe ich da noch nicht viel gemacht, das Spiel abgestürzt. Und ich hatte diesmal ein Novum, ein unschönes. Es hat nämlich dabei auch die Aufnahme komplett zerhauen. Die ist also weg. Ihr habt aber nicht viel verpasst. Ich war eigentlich nur in der Tafelhundfeste und habe diese Kriegsasche auf Stufe 10 aufgewertet. Ihr seht schon, wir hatten in der letzten Folge 170.000 Runen, jetzt sind es nur 93. Das war also ein teurer Spaß und vor allem war es ein idiotischer Spaß. Denn guck mal auf die FP-Kosten, 132, unser Max ist 126. Das heißt, ich brauche noch mindestens ein Level, Minimum, bis ich die überhaupt ausrüsten kann. Ganz schöner Fail, aber das muss ich jetzt auch investieren. Einfach allein, weil ich den jetzt schon testen will. Und wenn er so viel kostet, dann musst du ja eigentlich auch was drauf haben, ne? Könnt mir theoretisch auch Sima ausprobieren, denn dafür reicht es auch noch nicht. Ja, so viel dazu. Ich stehe hier übrigens bei diesem Händler hier in Kaya Lucaria, so rum. Denn bei dem, das habe ich nachgeschaut, konnten wir hier die. Sag mir nicht, dass die weg sind. Hier, die Asche der Vampirwichte. Die wollte ich ja bei diesem Turm ausprobieren. Ob das funktioniert, das habe ich nicht nachgeschaut, nur wo es die gibt. Und außerdem, da ist mir das Spiel das letzte Mal abgestürzt. Ich hoffe, die Scheiße passiert jetzt nicht wieder, dass es an den Items lag. Ich habe bei dem auch noch so ein paar Notizen gekauft. Rezeptor Seluvis versteckt ein schmutziges Geheimnis in einem Keller der Ruinen unweit der drei Schwestern. Okay. Interessant. Kanalisationsnetz kennen wir schon. Kriechenden königlichen gespenstlichen Anhänge sind allesamt verflucht. Heilkünste sind ihr Verderben und eure Rettung. Wenn der Weg des Mausoleums muss zunächst um seine Füße für Ordnung sorgen, ja, das kennen wir. Südlich des großen Aufzugs von Dektus liegt das Dorf der Rasenflamme, die Heimat der Kranken. Das kennen wir auch. Aber das hier finde ich interessant. Schmutziges Geheimnis ist ein Keller der Ruinen unweit der drei Schwestern. Okay, ich hatte mir eigentlich ein bisschen was vorgenommen für diese Folge. Das ist jetzt allerdings neu. Unweit der drei Schwestern. Da haben wir auch immer noch was. Hier sind zwar auch Ruinen, aber das sind ja nicht. Okay. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Oh, da waren wir, da bin ich schon tausendmal rumgerannt. Okay, Leute, das machen wir gleich. Vielleicht mache ich das auch zwischen den Folgen, dass ich da nicht euch wieder mit ewigen Hin- und Hergerenne langweile, womöglich. Jetzt gehen wir erstmal zu diesem Turm, einfach weil mich das auch fast am meisten interessiert gerade, ob meine Theorie dort stimmt. Das Schlimme, ich habe bei jedem bisschen, wenn das Spiel ein bisschen nur ins Stocken gerät, jetzt Angst, dass es wieder sich aufhängt. Das ist unglaublich. So, okay, ich hoffe, das ist jetzt so der dichteste Wegpunkt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir dorthin gekommen sind. Danach habe ich noch was anderes vor. Aber das mit diesen Ruinen? Ja, wir wissen ja, dass der Typ sowieso so ein bisschen komisch war. Der hat uns ja auch diesen Trank gegeben. Oh, und da fällt mir auch gerade ein, was den Trank angeht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, aber wir konnten ihn ja theoretisch. Oh, hier haben wir auch noch was. Sorry, das Gepuste gerade. Ach ja, danke. Das Ding hier führt uns ja auch zu irgendeiner Ruine dann, ne? Boah, Leute, wir werden hier nur abgelenkt und weggelenkt. Da müssen wir jetzt mal hin. Huch, hallo. Wo ist denn das? Über uns. Jetzt sehe ich es aber schon nicht mehr. Erkennen wir das schon? Ne, es leuchtet noch. Wir reiten jetzt einfach mal so grob in die Richtung. Die bekämpfen sich gegenseitig, das ist sehr schön. Da haben wir hier wahrscheinlich gleich noch einen Dungeon oder sowas. Ne? Hier geht es ja nicht weiter nach oben. Also über uns kann es schon mal nicht sein. Schnecken. Jetzt waren hier Schnecken. Dank diesem einen komischen. Okay. Das einen komischen Versteckband. Befürchte ich jetzt immer, dass irgendwo noch mehr versteckte Wände in der Open World sind. Sind bestimmt auch. Ich werde die niemals alle finden. Okay, diese Statuen, die haben uns immer Dungeons gezeigt.
Da muss hier auch irgendwo was sein. Hier nicht. Sind die Wölfe jetzt gefolgt? Wer weiß das schon? Hm, wo könnte das sein, Leute? Das hier oben sieht doch nicht verkehrt aus. Hier haben wir nochmal wie so eine Plattform. Das wäre doch eigentlich wie dafür gemacht. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt auch zu sehr darauf versteife. Ne, hier ist es, Leute. Guckt mal an. Cool, cool, cool. Hm, wir finden hier gerade jede Menge Kram. Katakomben. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen, Leute. Wir aktivieren die Gnade und wir gehen jetzt erstmal zu dem Turm. Hier eins nach dem anderen. Meine Fresse, ey. Ich wollte eigentlich schon wirklich diese Folge mal irgendwie so sagen, dass ich das Gefühl habe, es gibt nicht mehr so viel für uns zu tun. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so, weil wir haben den Halligbaum jetzt abgegrast. Hier haben wir jetzt alles abgegrast, denke ich zumindest. Wobei, als ich eben angefangen habe, dachte ich das vorher auch schon. Und jetzt sind hier noch irgendwelche Katakomben zu finden. Das waren die auch, ne? Ja, die Statue ist weg. Das finde ich ganz cool mit den Statuen. Das muss ich ihn ja wirklich lassen. Und jetzt auch noch. Ach nee, den Kerzenleuchter kennen wir ja schon. Das ist ja der, der uns dahin geführt hat. Das mit den Statuen finde ich wirklich eine coole Sache. Dass man dadurch eben die Dungeons auch findet. Vor allem die, die ein bisschen besser versteckt sind. Weil, ja, machen wir uns nichts vor. Den eben hätten wir nicht gefunden. Den einen Dungeon da bei dem Schlachtfeld von Radahn. Den hätten wir nicht gefunden. Der war ja so weit ab vom Schuss. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier wirklich das Rätselslösung ist. Irgendwie glaube ich noch nicht so recht dran. Gucken wir mal. Nee. Das scheint es mir doch nicht gewesen zu sein. Gucken wir jetzt mal. Die machen halt auch gar keinen Schaden mehr. Und der macht mega Schaden. Aber vielleicht muss Theo einen von ihnen töten. Ah, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das Siegel des Turms ist aufgehoben. Es funktioniert doch. Geil. Geil, das freut mich jetzt aber. Coole Sache. Ey, vielleicht muss ich bei den anderen Türmen auch mal, aber da konnte man, glaube ich, nicht überall was beschwören, ne? Weil wir hatten ja nochmal irgendwie einen Turm so vom wegen Schnee enthüllt, was unsichtbar ist. Haben wir denn im Kriegsanschub, wo was Unsichtbares dabei ist? Ich glaube aber nicht. Ey, das ist ja cool. Dann schien das echt da dran gelegen zu haben. Wahnsinn. Sowas freut mich ja immer. Ich spiele auch echt gerne mal Rätselspiele, Point-and-Click-Adventures und so weiter. Und das ist für mich persönlich immer ungemein befriedigend, wenn man so ein Rätsel selber lösen kann. Und was gibt's jetzt hier? Götzenmasse Talisman. Und das Ding kann was? Das sieht mir eher nach so einem Ding für Magier aus. Ja, wo ist er denn jetzt? Da. Versteckt die Wirkung von Zaubereien deutlich, ja. Okay. Also nicht so unnötig. Und wisst ihr, was wir hatten noch? Was hatten wir denn noch? Ach ne, ist schon alles richtig. Okay. Ach, guck mal, da steht ja auch so. Was ist denn jetzt los? Was hat er denn hier gemacht? Halt zu Tode erschreckt, der Vollidiot. Okay. Cool, dann haben wir das auch gelöst. Das können wir gleich machen. Wir machen jetzt aber erstmal noch eine Sache, Leute. Nämlich, wir statten den Dummfresser einen Besuch ab, sonst habe ich das mich auch wieder vergessen. Und diese Ruine, ne? Die darf ich auch nicht vergessen. Die dürfen wir nicht vergessen. Oh, die Typen, ey, wenn ich die schon wieder sehe, ne? Die waren sowas von übel. Vielleicht würde ich die jetzt ein bisschen besser kalt machen. Ich weiß es nicht genau, verfolgt der mich jetzt? Ich habe in meiner alten Folgeaufnahme nachgeguckt, wie ich dazu ihm hinkomme. Ich das jetzt mal sparen. Und da ist mir der Typ mich auch hier runter gefolgt. Jetzt kommen hier nämlich gleich diese beschissenen Blumen. Da müssen wir jetzt einfach durchrushen. Ja, ja, ja. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, unvergiftet zu werden. Die schießt auf uns.
Kletter. Ich meine, ich hätte den Weg auch schon vorher, vor der Folge oder so machen können, aber ich war mir halt nicht sicher, ob hier nicht vielleicht irgendwie was auf dem Weg passieren könnte oder so. Da sitzt der Lümmel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob was passiert jetzt von mir im einzigen Leben. Als ob wir schon irgendwas bekommen. Curse you, Golden Order. One day. You'll get what's coming. Jo, das setz mal ein. Zwischensequenz? Kommt immer eine? Ach nee, das war's, stimmt. Er schreit nur ein bisschen. Ich glaube, ich habe mich beim ersten Mal, es war schon ein bisschen drüber mokiert, dass das so billig gemacht wird, einfach mit einer schwarzen Überblende. Schön, um Zwischensequenzen und Animationen zu sparen. Jetzt keucht er noch ein bisschen. Okay, mehr haben wir momentan nicht. Na gut. Naja, dann war das natürlich noch nicht das Ende für ihn. Oder für seine Quest vielmehr. Okay, gucken wir jetzt nochmal in den Katakomben. Befürchte, dass ich das sonst wieder vergesse. Ich muss, hätte wirklich bei jedem Händler immer die Notizen kaufen müssen. Da scheinen wirklich noch interessante Sachen dran zu stehen. Wir gucken jetzt hier nochmal. Das habe ich mir nicht umsonst markiert. War ich vielleicht wirklich auch schon auf der richtigen Idee? Oder auf der richtigen Fährte hier? Hab's noch nicht zu Ende gebracht. So, lass uns mal kurz gucken. Wie genau stand das da jetzt? Ein schmutziges Gang in einem Keller der Ruin unweit der drei Schwestern. Das hier oben waren auch die Türme der drei Schwestern, ne? Ja. Genau. Und die Ruinen hier sind ja. Es sind zumindest die Ruinen, die als Ruinen auch gekennzeichnet sind. Königliche Ruinen. Schade, ich wollte gerade. Ach, die Typen schon wieder. Die waren so nervig. Wir beschwören uns mal wen. Vielleicht mal irgendwen. Hier kommen wir mal. Wir nehmen mal sie. Die Typen hier sind ja alles andere als stark. Um was Neues mal auszuprobieren. Aber hier sitzt ja auch rum, ne? Ich glaube, mit dem konnten wir auch quatschen. Ichi, vergebt mir. Die haben keine Chance, ne? Vielleicht ist das auch wieder. Au! Das sind so nervig gewesen. Au! Vielleicht gibt's. Oh, meine Fresse. Aha, war. Vielleicht gibt's ja hier auch wieder so einen kleinen Raum, den ich nicht gesehen habe. Hier bei den letzten irgendwie. Irgendwie sowas muss es ja sein. Sag mal, wir haben ja den Weg zu Ichi mit einer unsichtbaren Wand geöffnet. Vielleicht liegt es auch daran. Mal hier in diesem Turm noch bestimmt, oder? Waren wir da schon mal drin? Aber da sitzt doch wer. Ja, hier waren wir dran. Das ist noch nicht versteckt genug. Ja, die Tür haben wir ja damals für ihn geöffnet. Oder geöffnet, um ihn zu ihm zu gelangen. Ich muss die Typen einfach nur erledigen, weil die unfassbar nerven. Hier waren auch so Fallen drin, naja, seht ihr? Wusste ich es doch noch. Nicht so oft hier drin umgesehen. Aber hier ist nichts. Ist nichts. Ja, auch keine versteckte Wand sein, hier ist ja alles. Ich dachte gerade, der Schatten irgendwie. So, warte, wir gehen jetzt mal hier lang. Ne, hier ist auch kein. Hier gibt es auch kein so ein Gebäude, wo was drin stecken könnte. Was man so von außen eigentlich nur umrundet, ohne es zu merken, so richtig. Haben wir hier auch nicht.
haben wir ja auch alles nicht. Ich dachte kurz für einen Moment, dass sie wäre es jetzt. Das ist nur so eine niedrige Mauer, ist die das abschirmt? Vielleicht doch wirklich die Ruinen direkt am Turm. Unweit bedeutet ja eigentlich so in der Nähe. Aber dass wir uns hier auch hier Hilfe beschwören können, spricht ja auch irgendwie dafür, dass hier vielleicht noch mehr ist. Mit einem Bossfight vielleicht sogar. Wo uns dann hier auch jemand mal helfen kann. Aber hier ist einfach nichts, hier ist nichts. Ich habe das bestimmt jetzt schon dreimal abgecast. Schon im Let's Play. Wer weiß, wie oft noch. Off the record. Dann gucken wir jetzt mal hier oben. Ranis Turm. So. Hier habe ich noch... Ne. What? Da unten steht Leiter. Und der ist böse auf uns. Der ist zumindest als Gegner da drin. Und hier mal einen neuen Ort der Gnade, guck mal. Okay. Gib's zu, Leute. Das habe ich nicht nachgeschaut, aber ich habe es leider in Anführungszeichen durch Zufall erfahren, dass wir hier noch mit Rani sprechen können. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich mich hier zu dem Turm getält habe. Das ist mir nur eingefallen, als wir hier waren. Deshalb saß ich auch unten an dem Leuchtfeuer. Ich habe gehört, dass man in dem Turm noch ein Leuchtfeuer hat, wo man nochmal mit ihr sprechen kann. Was auch wichtig für ihre Quest ist, damit die wirklich abgeschlossen ist. Das habe ich wirklich nur durch Zufall durch einen Reddit-Post. Ich bin nicht im Subreddit von Elden Ring, aber mir wird da hin und wieder natürlich trotzdem was von denen angezeigt. Und da habe ich es durch Zufall gesehen, da hat jemand nämlich darauf hingewiesen. Finde ich tatsächlich auch nicht verkehrt, weil ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, hier oben nochmal hinzulaufen. Ich habe auch das Gefühl, ich wäre hier nach der Quest schon mal gewesen, hier war nichts. Naja, wie dem auch sei, das mal so nebenbei. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Das weiß ich nämlich zum Glück nicht. Ich habe es danach rausgemacht. Ich wollte mir das nicht alles angucken. Es war nur ein Zufall, glaubt's mir. I take it thou hast noticed. I shouldn't be surprised. I thought I might expound a little further upon the order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove. And have the certainties of sight, emotion, faith and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only lord? Mhm. Wir können auch mit dir reden, aber diesmal nicht mit Winzinger. Mine will be an order not of gold, okay, but the stars and moon of the chill night. And I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now? Okay, da sagt sie, ja, sie sagt damals gleich, okay. Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr von versprochen. Also jetzt haben wir ein bisschen mehr erfahren, was sie vorhat. Es ist aber auch, die reden alle so kryptisch. Also sie wollte jetzt das Glaube, Gefühl und so weiter ins Reich der Unmöglichen abrutschen, bla bla blub. Verschoben werden, wie auch immer. Dass die Leute keine Gefühle mehr haben. Ist das ihr Plan? Ich raff das irgendwie nicht so richtig, was die von einem wollen. So, okay, und jetzt gehen wir mal runter. Das mit Blight wusste ich nicht. Das hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Ich möchte ihn eigentlich auch nicht bekämpfen, aber
Scheint wohl auch irgendwie dazu zu gehören. Wir haben ja damals in diesem Untergrund gegen so eine Asche von ihm gekämpft. Oder können wir noch mit ihm reden? Au, können wir nicht. Er greift uns direkt an. Holt dich hin. Ich hab doch gar kein Beef mit dir. Ein bisschen der sauer auf uns. Glaubt er, dass wir Rani verraten haben? Ich hoffe es gerade nicht. Hoffentlich kommt da nochmal was. Aber interessant. Ganz rote Augen. Zum Glück. Auch der schafft jetzt in sich. Ich würde gerade sagen, zum Glück nutzt er keinen Magiescheiß. Bisher kann man nämlich echt ganz gut als wegblocken. So viel Schlag dauert uns echt ganz schön aus dem Latschen. Ich mal gern. Alter. Ne, unsere Waffe haben jetzt nicht aufgerüstet. Aufgerüstet sei schon. Wacht hier. Jetzt aber. Stechen wir uns. Wie hat er uns denn da jetzt getroffen? Okay. Aber vorsichtig hier. Mach dann jetzt. Bleibst du hier. Das sah irgendwie nach dem Wurf aus. Da hat man, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt. Jetzt mal vorsichtig aus. Da war es fast weg. Krieg ich den mal hier ein? Willst du den aber eigentlich treffen müssen? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Peaks. Peaks. Tut mir leid, Junge. Ich fand dich eigentlich ziemlich cool. Huch. Jetzt gab es noch einen fetten Blutungsschaden. Okay, was gibt's jetzt hier? Königliches Großschwert und seine Rüstung. Okay. Fügt sich alles nach und nach zusammen. Die vielgetragene Rüstung von Blight dem Halbwolf. Der Pelz dient als Mantel und schützt vor Kälte. Blight war Rannis Klinge, aber die Kälte macht ihm trotzdem zu schaffen. So, und er hat noch was königliches Großschwert. Gucken wir uns auch nochmal an. Wenn ich es denn finde. Ich kann immer wieder betonen, ich fände es so schön, wenn einfach mal eine Markierung wäre. Da. Ein Großschwert verziert im Stil von Haus Karja, die bevorzugte Waffe von Blight dem Halbwolf. Um dem Schicksal zu trotzen, mit dem er geboren wurde, schwor Blight, auf ewig nur Rani zu dienen. Kaum hatte er den Schwur geleistet, hüllte er sich sein Schwert in eisiger Magie. Wolfsangriff. Er füllt das Großschwert mit Frost und macht dann einen Vorwärtssalto, um es in den Boden zu rammen. Zieht es heraus, um eine Kältewelle zu entfesseln. Ah, das ist, was er gemacht hat. Ja, okay, vielleicht ist er halt jetzt einfach ein bisschen durchgedreht. Weil Rani nochmal weg ist, ne? Sehr interessant. So. Wir gucken jetzt erstmal bei ihm. Wenn hier schon der erste von den Leuten durchdreht, dann vielleicht auch der zweite. Gucken, was bei ihm hier los ist. Oh, oh, hoffentlich tötet uns das nicht. Tut uns nur ein bisschen weh. Ich hätte auch eben nochmal im Leuchtfeuer rasten können, aber egal. So, mal gucken, was mit ihm ist. Und untersuchen. Puppe von Fingerjungfer Theolia. Puppe eines Gefäßunholz. Okay. Wer ist denn Theolina? Eine von Seluvis Puppen. Hiermit ruft den Geist der Fingerjungfer Theolia. Theolina. Der Geist einer Fingerjungfer, die nie dem Befleckten begegnete, den sie führen sollte. Ah, das hatte ich, glaube ich, schon mal doch mir durchgelesen. Das konnte man bei ihm kaufen. Okay. Objekt aufheben. Klangperle. Okay. Interessant. Und nun? Ist der auch tot? Warum frecken denn hier alle? Warum ist der jetzt gestorben? Super. So, mal sein Geheimnis war. Jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht mehr lupfen können, ne? Eine lang leuchtend blaue Robe, auf der Sterne gezeichnet ist. Alter, wieder ein bisschen mal mit dem Lesen. Stammt von den Zauberpräzeptoren, die der königlichen Familie von Karja dienten. Schimmerstein-Zauberer sind die Nachfahren von Astrologen, das vergaßen die Karajaner nie, auch wenn ihr Schicksal längst von den Sternen getrennt war. Okay. In den Kellern der Ruinen. Ist denn hier... Ja, da in der Nähe ist doch schon irgendwie eine Ruine hier. Aber... Kann natürlich gut sein, dass hier irgendwie was ist. Ob das jetzt halt geht oder ob man ihn hätte drauf ansprechen müssen oder irgendwie so eine Scheiße. Das ist jetzt natürlich die nächste Frage, ne? Ich will gerade einmal können wir unser Pferdchen holen.
So, gucken wir mal, ob es hier wieder was gibt. Da ist ein Turm. Materialien sammeln. Von kurzem Moment dachte ich schon, hier wäre irgendwas. Okay. Der Nebel macht es natürlich auch nicht besser, hier irgendwie dann vielleicht was finden zu können. Ja, hier ist jetzt nur alles voll mit Ruinen. Aber was? Achso, das ist für Mana-Tränke, das interessiert mich nicht. Nicht, dass da noch eine geile Kriegsasche lauert. So. Ach, das ist das. Das Haus hier. Ich dachte gerade schon, was ist denn das noch für eine fette Burg? So, da sind auch noch Ruinen. Großes offenes Feld, aber auch nichts. Treppsche. Auch nichts. Da oben. Ich meine, aber ich habe die Ruine auch schon mal ein bisschen abgegrast. Aber ich dachte, hier könnte vielleicht noch irgendwie was sein. Dann aber mangels der Tatsache, dass es nicht mal als Ruinen gekennzeichnet ist, habe ich meine Versuche dann eingestellt. Aber hier ist ein Typ. Das ist vielleicht ein Hinweis, dass der das irgendwie bewacht, irgendwas hier zu sehen ist. Mir kommt das auch vor, als hätte ich das beim letzten Mal irgendwie schon gesagt, dass mir das so verdächtig vorkam, dass so ein einzelner Typ rumlief. Da hinten ist der andere Turm, guck mal da oben. Ja, wisst ihr was, wenn ich jetzt hier gleich nichts finde? Scheint es auch keinen Hinweis oder so zu geben. Ist natürlich echt die Frage, ob man ihn hätte zur Rede stellen können. So nach dem Motto, ey Junge, ich habe hier eine Notiz gefunden. Aber es wirkt irgendwie auch nicht so. Und dunkel genug ist es, dass wir die Fackeln eigentlich sehen müssten. Von dem Ding. Eigenartig. Okay. Jo, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier Folgendes. Ich habe die Notiz. Ich weiß, dass hier irgendwo was sein sollte. Und vielleicht gucke ich einfach mal, wo genau ich jetzt hier hin muss. Oder vielleicht seht ihr es mir hier auch. Na, hier ist auch wieder einer, ne? Das ist so ein bisschen so Rot-Chrom-Spur. Hier haben wir blaue Blumen. Ach, Materialien sammeln. Wieder dachte ich hier irgendwie, kommt jetzt hier steckt ein Schalter oder so eine Scheiße drücken. Weil sowas gab es noch gar nicht. Hier sind auch blaue Blumen. Haben die irgendwas zu bedeuten? Nee, ne? Hier ist alles voll mit blauen Blumen. Nee, Leute. Ich habe zwar den Hinweis gefunden, aber ihr kennt mich. Ich habe es schon mehr als einmal gesagt. Ich bin sowas von gar kein Fan von Suchquests, egal in welchen Spielen. Die hat nichts mit Elden Ring zu tun. Das will ich tatsächlich nachschauen. Ich will einfach nur gucken, wo ich hin muss. Das ist mir sonst echt zu blöd. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber was soll's. Ja, jetzt auch keine Ahnung mit Ranis Quest, ob es da noch mehr gibt. Jetzt auch nicht aktiv jetzt nachlesen. Das mit Blei tut mir ein bisschen leid, aber das schien ja irgendwie auch dazu zu gehören. Aber witzig wirklich, ich hätte den Scheiß auch komplett vergessen gehabt, Leute, wenn ich diese Notiz vorhin halt nicht gekauft hätte mit dem Wichten zusammen und dann zu diesem Turm gereist wäre. Ich hätte es komplett vergessen, ohne Witz. Ich habe das zwar gesehen, aber das war vorgestern und da hätte ich nicht mehr dran gedacht. Und jetzt, wo ich eben in den Turm war, dachte ich, ah, da hat doch jemand gesagt, man muss an dem Leuchtfeuer nochmal rasten. Und deshalb bin ich auch direkt ans erste Leuchtfeuer ran und danach hochgelaufen. Und ja, immerhin etwas. Also wir haben die Quest weitergemacht und ja, gucken wir mal. Und den einen Turm, den habe ich wirklich selbst gelöst. Also ich habe nur geguckt, wo wir die Wichte kaufen. Wirklich, Leute, ich bin hier ehrlich. Und ja, wie dem auch sei, wir sind erstmal am Ende der Folge. Nächste Folge gucken wir uns die Katakomben an. Und wenn dann noch Zeit ist, dann
gucke ich, ich werde hier zwischen den Aufnahmen jetzt gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Und dann machen wir das danach. Bis dahin, Leute. Ciao.